eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Und wenn du Hähnchen magst, wirst du dieses cremig-fruchtige Butter Chicken hier lieben. Krass. Als erstes Hähnchenbrust zum Marinieren in große Stücke schneiden, mit Chili, Garam Masala, Kurkuma, Ingwer und Knoblauch und Zitronensaft marinieren. Das Ganze kommt dann 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank. Für die zweite Marinade habe ich Naturjoghurt mit ein bisschen Öl vermischt. Das Ganze kommt jetzt nochmal 4 bis 48 Stunden in den Kühlschrank. Mit Cashews bekommt ihr die Soße richtig cremig, die mixt ihr mit passierten Tomaten. Im Ofen den Grill an und das Hähnchen auf die oberste Schiene. Reichlich Butter in die Pfanne, Zimt, Kardamom und Nelken mit dazu. Eine Minute rösten. Die Soße mit Garam Masala 5 bis 10 Minuten reduzieren. Mit Wasser aufgießen und dann das gegrillte Hähnchen für 5 Minuten mitköcheln. Jetzt noch mit Sahne verfeinern und ihr habt ein unfassbar cremiges Butter Chicken.